Was kann ich tun, wenn der Kunde verärgert ist und wie reagiere ich richtig? Hierzu habe ich euch eine kleine Hilfestellung zusammengefasst, die ihr verwenden könnt. Sehen wir uns das nun gemeinsam an. Angenommen, der Kunde ist verärgert und wütend. Was muss ich nun tun, damit ich die Situation nicht noch schlimmer mache und wie kann ich dem Kunden letztlich wirklich helfen? Punkt Nummer 1. Bitte die ganze Angelegenheit nicht zu persönlich nehmen. Wenn ein Kunde über ein Produkt oder Dienstleistung verärgert ist, heißt es nicht, dass er über dich verärgert ist. Es hat nichts mit dir zu tun. Der Kunde ist schlichtweg frustriert, dass er sein Ziel nicht erreicht hat, welche er sich mit deiner Hilfe bzw. mit dem Produkt oder Software erhofft hatte. Wie man sieht, ist dieses Ziel offensichtlich nicht erreicht worden. Deshalb ist es sehr wichtig zu verstehen, was der Kunde erreichen möchte. Kommen wir zum Punkt Nummer 2. Verständnis zeigen. Im ersten Moment ist es mal wichtig, Verständnis dem Kunden gegenüber zu zeigen. Dadurch fühlt sich der Kunde abgeholt und das bedeutet aber noch lange nicht, dass ihr eine Schuld aufnehmt. Das ist ganz wichtig. Verständnis zeigen, aber keine Schuld auf sich nehmen. Mit Verständnis zeigen beweist du nämlich, dass du dich in die Lage des Kunden versetzen kannst. Punkt Nummer 3, keine Ausreden. Bitte, bitte keine Ausreden verwenden. Ausreden braucht ein Kunde ganz bestimmt nicht und verpufft das bisherige Vertrauen in euch. Der Kunde will das Problem natürlich gelöst bekommen, deshalb ist es besonders wichtig, vom Problem zur Lösungsfindung überzugehen. Punkt Nummer 4. Hilfe. Es ist völlig in Ordnung, wenn du die Lösung zu diesem Problem nicht weißt. Du kannst dem Kunden ja sagen, dass deine Möglichkeiten zur Lösungsfindung erschöpft sind und du nun Verstärkung durch einen Kollegen heranziehst. Das ist völlig in Ordnung. Punkt Nummer 5. Übernehme Verantwortung. Bitte seid nicht versucht, das Problem einfach durch Weitergabe an einen Kollegen für euch gelöst zu haben. Wenn eine Übergabe an einen Kollegen erfolgt, dann mache das in Anwesenheit des Kunden und begleite den Kunden bis zur Lösungsfindung. Dadurch muss der Kunde nicht wie in einer Hotline die gesamte Geschichte erneut schildern. Und der letzte Punkt, bleib cool. Versuche professionell und ruhig auf den Kunden zu wirken, auch wenn dieser wütend und verärgert ist. Wenn du cool bist, wird sich der Kunde auch beruhigt. Und das ist die perfekte Basis, um eine Lösung zu erarbeiten und zu finden. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.